Daniel, erstmal ein frohes neues Jahr. Freut mich, dich hier wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen. Konntest du ein bisschen abschalten? Konntest du dich erholen? Konntest du Energie tanken? Ja, frohes Neues erstmal zurück und auch an alle Aminen da draußen. Ja, natürlich konnte ich auch ein bisschen abschalten. War mit der Familie auch mal ein bisschen in den Bergen und das tut dann gut. Aber ich habe mich natürlich auch wieder gefreut, hier am 2. Januar dann mit der Mannschaft anzufangen und seitdem sehr intensiv zu arbeiten. Ja, du hast es angesprochen, die erste Trainingswoche ist schon fast rum. Wenn man ein bisschen zugeguckt hat, dann hat man gesehen, es ist richtig intensiv zur Sache gegangen. Was ist jetzt wichtig, bevor es ins Trainingslager geht, so für die ersten anderthalb Wochen der Vorbereitung? Ja gut, das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Spieler erstmal verletzungsfrei bleiben. Das ist Stand jetzt der Fall. Wir haben jetzt intensiv angefangen, einen Teambuilding-Tag gehabt, eine Leistungsdiagnostik, 8 Einheiten plus ein Testspiel in der ersten Woche, also ziemlich vollgepackt, lange Tage für die Jungs. Viele Analysen auch mit dabei, die jetzt kommen werden. Und ja, steht auf dem Programm natürlich auch erstmal wieder die Gewöhnung an Räume, an Ballmuster mit und gegen den Ball. Und da sind wir, wie gesagt, sehr intensiv jetzt auch dabei. Das merkt man in jeder Trainingseinheit. Und das ist eine gute Basis, auf der wir jetzt auch die nächsten Tage bestreiten wollen. Eine gute Basis mussten die Jungs ja wahrscheinlich auch schon im Urlaub legen, 4 Wochen komplett die Beine hochlegen. Das geht als Profifußballer nicht so richtig. Wie habt ihr die in der Urlaubszeit begleitet? Und was musstest du vielleicht als Trainer auch selber in der Urlaubszeit noch aufbringen? Ja, die Jungs haben natürlich auch mal ein paar Tage frei machen dürfen, ohne wirklich sich mit Fußball oder Läufen beschäftigen zu müssen. Sind dann aber deutlich vor Weihnachten auch schon mit den Laufplänen gestartet. Da hat jeder seinen individuellen Plan abgearbeitet und für einen Cheftrainer bedeutet das dann nicht unbedingt primäre Aufgaben in der Kommunikation mit den Spielern, sondern da ging es natürlich dann auch weiter in den Analyseprozessen. Ich war auch in der freien Zeit häufig hier und habe dann natürlich Kontakt zu meinem Trainerteam und auch zur sportlichen Leitung gehalten und diese Prozesse dann ja natürlich federführend geleitet. Jetzt haben wir morgen das erste Testspiel hier an der Friedrich-Hagemann-Straße gegen den Drittligisten aus Verl. Was erwartest du dir von diesem ersten Testspiel in der Vorbereitung? Ja, für uns ist es ein erster Test. Für Verl ist es der letzte Test. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Sie sind schon sehr, sehr lange und intensiv dabei. Stehen eine Woche vorm Start, haben im letzten Test Bochum und Bundesligisten geschlagen. Also das zeigt schon mal, dass da auch eine sehr, sehr gute Drittligamannschaft auf uns zukommt. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich unser Spiel durchdrücken. Wir wollen die Inhalte, die wir in dieser Woche auch platziert haben, morgen sehen. Jeder Spieler wird eine Halbzeit spielen, also wird es von der Belastungssteuerung auch gut in die Woche reinpassen. Da warte ich schon, dass jeder auch versucht, diese Halbzeit oder 45 Minuten dann für sich zu nutzen, um sich zu positionieren. Es sind alle Spieler fit. Das heißt auch, wir haben einen guten Konkurrenzkampf und ja, da geht es darum, morgen auch im Großfeld in einem Wettkampf schon mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Sind wir gespannt drauf. Wir haben das Ganze im Livestream auf unserem YouTube-Kanal im Angebot. Für dich ist es die erste Vorbereitung, die Sommervorbereitung hast du bei uns noch nicht mitgemacht. Wie wichtig ist dir das jetzt auch mal diese ganze Zeit zu haben, wo du dann Sachen anpacken kannst? Ja, es ist etwas, wie du gesagt hast, was ich noch nicht hier jetzt hatte in diesem Jahr oder in dieser Saison. Ist natürlich Zeit mit der Mannschaft, die man noch mal ein bisschen anders nutzen kann als in normalen Wochen, die in der zweiten Liga auch von einem Rhythmus geprägt sind, der immer wieder unterschiedlich von Woche zu Woche ist durch die verschiedenen Spieltage, die man hat. Und ja, einfach auch viele Testspiele jetzt mal nutzen zu können, um dann nochmal Eindrücke von der Gesamtgruppe auch zu gewinnen. Und es ist für jeden Spieler auch jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen das halbe Jahr entweder zu bestätigen oder etwas vergessen zu lassen. Also eine Chance bei sich selbst dann auch wieder zu nutzen und zu suchen. Und da bin ich gespannt und habe natürlich auch viele Erwartungen an die Jungs. Den Grundstein legen wir dann nächste Woche in Spanien, jetzt wo uns hier so ein bisschen der Wind und der Regen ins Gesicht schlägt. Wie sehr freust du dich schon darauf, dass es dann vielleicht ein bisschen wärmere Temperaturen gibt? Ach, so bestes Fußballwetter hier. Also ich freue mich auch bei den Temperaturen jetzt auf dem Platz stehen zu dürfen. Es ist ja jetzt nicht zu kalt. Regen und so ein bisschen Wind dabei macht mir persönlich nichts aus. Ist geiles Fußballwetter. Aber ich freue mich auch auf die Zeit in Spanien, weil natürlich dann die Plätze hier durch den Regen schon ein bisschen mehr leiden, als das wahrscheinlich in Spanien der Fall sein wird. Wir haben viel Zeit mit der Mannschaft dann nochmal, auch zusätzlich zu den Einheiten am Tag. Die essen miteinander, plus Raum für Besprechungen und auch für andere Aktivitäten. Also freue ich mich sehr drauf. Abschließend will ich schon mal einen kurzen Blick über den Tellerrand hinauswerfen. Am 29.01. wartet das erste Heimspiel der Rückrunde gegen den SV Sandhausen in der Schüko Arena. Ist das schon so ein Motivationstreiber oder ist das für euch noch so weit weg, dass ihr euch da noch nicht so richtig mit beschäftigt? Doch, wir haben uns eigentlich vom ersten Tag
der Phase von Mitte Januar bis Anfang Dezember schon damit beschäftigt, dass da der Fokus auch wenn es noch weit weg ist, schon in die Richtung gelegt wird. Natürlich, je näher so ein Spiel kommt, desto mehr merkt man es dann auch und desto mehr wird es anfangen zu kribbeln. Aber es sind ganz entscheidende Spiele am Anfang der Rückrunde für uns, die wir vor der Brust haben, wo wir bestehen wollen. Und ich glaube auch, dass wir im Vergleich zur Hinserie ein paar Dinge da besser machen können. Wir drücken euch die Daumen und begleiten euch natürlich weiter fleißig auf dem Trainingsplatz. Herzlichen Dank, Daniel. Gerne.